Johannes, wir sollten hier mal irgendwo eine Tür einbauen, ist mir aufgefallen. Dachte ich mir auch gerade so. Warte mal, hier, von wo? Am besten weißt von der Brücke aus, Stefan? Oder? Stefan, ich habe nichts anderes zu tun, als so eine riesen Insel einfach mal zu begradigen. Wollen wir von der Brücke oder wollen wir hier so eine, nochmal eine extra... von der Brücke aus, ne? Ich werde das hier nehmen. Das hier. Dir ist klar, dass wir nur eine Tür haben und das soll in der Mitte sein, die Pfeife. Dann habe ich das Boot abgebaut. Nein, es ist runtergefallen. Egal. Ist nicht in der Mitte, wenn du beides abbaust? Nein. Ah, nee. Nee, lol. Da gerade irgendwie. Warte mal. Dann habe ich eine Idee. Machen wir so einen Dreier-Eingang, weil es soll dann. Eine Dreier-Tür gibt's nicht. Nein, ich habe da so einen Plan. Er hat jetzt flüchtet, lauft. Und zwar, warte mal. Warte mal ab hier. Im Endeffekt hier hast du mal so drei möglicherweise Steine noch. Mein Plan ist. Kannst du mir den Plan jetzt sagen? Achso, ja. Wisst noch was? Steckt in der Tür fest. Wow. Er sagt immer noch nichts, okay, dann mach ich mal. Ja, ich zeige dir doch jetzt hier, weil irgendwie ist ja schwer zu erklären. Quasi so. Warte, wenn die Tür noch andersrum ist, dann sieht das schöner aus. Ach! Okay. Jetzt müsste es passen. Gut, aber dann müssen wir trotzdem irgendwie einen Dreierweg da hoch machen. Das ist ja auch scheiße. Ja, aber die Brücke ist generell auch drei breit. Deshalb meinte ich nämlich. Ja, aber. Außerdem von so einem Riesenhaus. Von so einem riesen Wolkenkratzer. Da hast du nicht so eine kleine, ja, genau, Mini-Haustür. Also wir hatten bisher sehe ich hier nur einen Stockwolk. Das ist alles da unten, da sieht ja kein Mensch. Bisher. Das wird noch ein bisschen mehr. Aber wollen wir hier zwischen auch ein Glas machen? Ja, oder? Frag mich gerade was an. Was? Würde ich hier vielleicht auch ein Glas hin machen. Achso, das wäre eine Idee. Ich meine dazwischen. Ja, Stefan, hier. Oh. Ach, da war so ein bisschen weißes Zeug. So. Hört sich so falsch an, ne? Nein. Nein. So, ich sauf jetzt mal ab. Viel Spaß damit. Nimm mir ein Bier mit. Ey! Was heißt denn jetzt hier, ey? Da unten! Scheiße, ich bin gleich tot! Warte, ich komme. Er wartet auch auf die Todesnachricht. Au, das bin ich! Sorry. Ja, sorry. Ach, da ist noch eins! Wie lang lebt denn das? Jetzt. Was kämpft ihr denn? Alles. Gegen ein Skelett. Deswegen wollte ich hier runter, damit ich Fackeln anbringen kann. Alter, hab ich ein Dusel. Ich hab mich gerade mal hochgebaut. Da müssen wir irgendwie mit dem Bogen klären, das sind richtig viele Creeper. Das war mir fast klar. Ich hab mich gerade noch schnell wieder hochgebaut, bevor der explodiert ist. Wie machen wir das? Unter Wasser machen sie genau keinen Schaden, ne? Ja, aber da ist kein Wasser mehr drin. Nee, weißt du, Johannes, deswegen habe ich die Fackeln immer gleich gesetzt. Ja, da hatten wir einfach einen Denkfehler drin. Meinst du? Ich sehe ein Skelett, warte mal, der Creeper stand hier. Ja, im Moment ist der darüber gelaufen, ich habe ihn gerade darüber laufen sehen. Da ist aber glaube auch noch, da ist noch mehr drin. Ja klar, da sind 100 Creeper drin, 100 Skeletten und 100... Aua. Und ein Bogenschütze, der hier erstmal einen mit. Warte, ich sehe einen Creeper. Ja, ich auch. Oh, dann ist hier nochmal einer. Der da hinten, der ist tot. Da runter. Und da hier ist nochmal einer. Oh, nein! Wir sind ja 3, 4, 2, nochmal! Hau ab, Tintenfisch! Nein! Alter, was explodiert denn da bei euch alles? Hey, Johannes, hat jetzt 111? Das war eine tolle Rettungsaktion!
111 Tote, nicht schlecht. Johannes cheatet 1. Johannes cheatet 111, Leute, ist komplett zerstört. Der hat komplett mein Haus zerstört. Dein Haus, unser. Das hat aber zu 80% gefühlt nur Stefan gebaut. Ja, weil ich anfangs nicht helfen konnte, weil ich dann auch meine Kisten eingeladiert hab. Ja, ja. Also wenn ich mir das so angucke, war es besser. Wobei es geht eigentlich. Wo ist da so viel zerstört, Alter? Hier unten. Warte mal, da muss da ich jetzt fehlen, aber... Da fehlen ganze Stücke. Da muss ich jetzt Scheiße. Aber auch mal... Weißt du, ich geh da runter, auf einmal waren da 4 Creeper oder sowas. So, ich muss mir das Haus jetzt einfach mal angucken, Alter. Wie bist du da runtergekommen, also woher? Achso, Moment. Oh, hier ist ja ganz viel Wasser. Mach hin, Johannes! Ich hab Materialien, um mir irgendwas zu reparieren. Johannes! Ich find's geil. Hui! Oh, ich hab hier irgendwelche Sachen eingesammelt. Ja, von das jemand. Ist meine, weil ich hier gerade eben verreckt bin. Hier ist eine Hose. Ach, ja, ist wieder gestorben? Ja. Das ist bei 111. Aber du hast meine Hose eingesammelt. Ich hab deine Hose eingesammelt. Gucken wir gleich. Ich hab auch noch ein paar Materialien. Jetzt hab ich eine Drohne. Ich hab oben bloß die Decke reparieren und bin gerade abgeschmiert. Weißt du, er so, ja, da ist bloß ein Creeper, geh mal runter, boom, boom, boom. Da waren noch ein bisschen mehr als einer. Das war eine super Idee. Ich hab eine tolle Taktik gegen die Hey, ihr könnt das doch aber hier mit dem Wasser wirklich mal, dass man die... Ey, welcher Arsch hat das gehört? Das Schadu ist da unten. Kann ich eben das Entwassern mit dem Game-Up machen? Ja, ich denk schon. Soll ich euch was sagen? Ich cheat ja nicht, ich hab den Gang ja schon fertig gebaut. Ich muss ja bloß das Wasser raustun. Ich hab gerade die Überlegung, ob wir nicht auch mit Chris mit dem Game-Mode wieder alles reparieren. Ey, das ist... Wir haben's doch gleich wieder. Warte, ich muss mal nach oben. Hast du Cobblestone? Ja, ich hab 63, warum auch immer. Ja, und hast du Glas? Dieter. Nein. Hey, ihr aber könnt das... Das können wir provisorisch erstmal anlegen. Hey, aber was ich sagen wollte, ihr könnt das ja machen, dass man die Etagen über... dass man das mit Wasser dann... Dingst. Ja, aber... Jetzt sollten wir erstmal die ganzen Etagen soweit fertig haben. Und am besten auch mal beleuchtet. Das war halt einfach nicht weit genug gedacht, irgendwie. Wo hast du denn nicht weit genug gedacht? Ja, man hätte ja auch auf die Idee kommen können. Nee! Warte mal. Da unten muss noch mehr sein. Ja, ich guck auch mal von außen. Hier sieht's ganz in Ordnung aus, da sieht's in Ordnung aus. Da muss noch hin, muss ich wieder rein. Nix. Baut erstmal hier provisorisch. Hier. Hier läuft Wasser rein. Nee, jetzt nicht mehr. So. So, aber da. Das heißt, wir müssen hier, wo jetzt Holz sind, brauchen wir noch Glas. Oh, und hier? Ich glaube, da hat sich Louis hochgebaut. So, jetzt brauche ich erstmal mein restliches Zeug wieder. So, was war. Also, warte mal, ich geh mal irgendwo in die Mitte von dem Ding. So. Das war Quise von mir, das war auch nicht von mir. Das ist auch nicht von mir. Was wieder auch mit die Hose. Einer! Was sonst noch gehabt? Du hast die Hose schon wieder aufgesammelt. Ah. Ach, jetzt. Mir fehlt aber ein Schwert für zum Beispiel noch. Und der ganze Kies, den ich hatte. Aber Kies habe ich bloß ein. Wo ist der ganze Kies hin? Der ist wahrscheinlich hier weg. Oder vielleicht auf dem Grund des Meeres. Warte mal. Ich komme gleich mal hinterher. Ich muss gerade mal hoch. Ah, hier ist Wasser. Guck ich mal, ob da noch der Käse ist. Ich merke, dass Stefan leicht enttäuscht ist. Ist jetzt einfach blöd gelaufen. Wo kommt denn hier schon wieder das Wasser her? Achso, ja, okay. Ich muss mir hier meine Tür leihen, weil sonst überlebe ich das da unten nicht mehr Zeug zu holen. Ja, dann musst du dir von der Ursula einen leihen. Was? Chris, ich hatte gerade einen selben Gedanken.
Hier von der Line. Das ist auf dem Niveau von der Big City, ja. Nee, die sind niveauvoll da dagegen. Wirklich? Hast du letztens das Bild gesehen, was ich gepostet hab? Ja. Was für ein Bild, hä? Du für Mann mit Pferdeschwanzfrisur, egal. Oh. Ja. Oh, Mann. Pferdeschwanzfrisur, egal. Suche wohlhabenden Mann, Geld egal. Ah, hier unten liegt nix. Na egal, dann hol ich. Ich habe noch Kills. Oh, schon wieder so ein scheiß Skelett, jetzt geht immer auf den Sack. Und Kuh rennt vor lauter Schreck weg. Hä? Ah, fuck. Glas. Oh. Ich weiß, warum ich kein Kies hatte. Ihr habt das schon verbaut gehabt. Ich bin mir gerade so ein. Stefan, du möchtest Glas, was wir Umlauf haben? Ich hab nur Sand zum Einschmelzen. Wo hab ich eigentlich die Melonen her? Können eigentlich fast nicht meine sein. Wobei ich hab zwar nicht. Doch, das müssen, sind sogar meine. Hab's schon jetzt gegessen. Nee, ich hab's. Hätte ja, du hast mir, glaube ich, eben hingeschmissen. Hm? Ah, oder so. Kann auch sein. Ich habe auch ein paar gehabt. Ich hab sie von Basti. Du Hurensohn. 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 Kann es sein, dass mir langsam die Rohstoffe wieder ausgehen? Ich hab kaum nur Eisen. Ich hab auch 52 Steine im Übrigen. Ah, gut. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Glas. Ich hab Glas. Oh, da kümmere ich mich grad drum. Scheiße! Wir fackeln der Keller ab! Feuerwehr! Oh. Warum fackelt ihr der Keller ab? Lava-Umfall. Die müssen einmal Lava umgefallen. Sound muted. Sound resumed. Das Brot. Ihr müsst mich finden, um das Brot zu kriegen. Nö, ich baue mir ein neues. Okay. Da links steht eins. Hast du ein neues Brot? Nein. Ah, hier steht nämlich eins. Bring ich gleich mit. Egal. Wie gesagt, ich gehe mal ein paar Glasscheiben erneuern. Hab da ja Holz gesetzt. Telefon. Aber ich, da geh ich rein, lauter Creeper und so Zeug. Also, das Blöde war, während in der Zeit, die ich da wieder hochgegangen bin zwischendurch, weil ich bin erst da runter, stand da so 2-3 Creeper. In der Zeit, wie ich da wieder oben war, sind nochmal 3 gespawnt gefühlt. Das waren auf einmal mehr. Das ist immer das Problem mit der Ausleuchtung. Ja, hab ich aber auch vorher nicht dran gedacht. Dass das ja dann dunkel ist. Ich komme mir gerade so ein braunes Lager. Ich komme mir gerade vor wie so in einem abrissreifen Haus, wo man alles mit Fenster bloß mit Bretter zugenagelt hat. Ja gut. Optisch sicher wird es lustig aussehen, aber... So, jetzt haben wir hier unten wieder ganz... Jetzt sieht es hier unten wieder normal aus. Ich bin dann im Übrigen dafür, wenn wir den zweiten Turm bauen, dass wir dann den auf jeden Fall so bauen, dass wir nicht das weiße Zeug benutzen, sondern was weiß ich, dieses graue oder das pinke, was es da gibt. Noch. Oder das rote, was auch immer das für eine Farbe ist. Entweder ich sterb jetzt gleich? Nee. Fuck, jetzt hab ich nichts gedacht. Was du denkst?
Nächste. Ah. Ayu und der Wichser.